Hohe Synode, wertes Präsidium, ich hoffe, ich schaffe es, die Tradition fortzusetzen, hier als positiv geladenes Teilchen zu erscheinen. Und vor dem Hintergrund möchte ich dann auch den Bericht halten. In diesem Jahr, nämlich zum zweiten Mal, darf ich den Bericht aus dem Landeskirchenamt vorlegen. Und ja, das ist mir wieder eine Freude. Auch nach reichlich einem Jahr in der Leitung des Landeskirchenamts wiederhole ich es. Ich lege diesen Bericht vor, mit Staunen über die Reichhaltigkeit, die Kraft und die Vielfalt kirchlichen Lebens, das sich in den Leistungen und der Arbeit des Landeskirchenamts widerspiegelt. Sie haben das schriftlich vor sich. Und mit Anerkennung und Dankbarkeit dafür, dass aus allen Dezernaten und Referaten gründlich und ausführlich und unter großem Arbeitseinsatz Zuarbeiten für diesen Bericht erfolgten, die meine persönliche Referentin, Frau Pfarrerin Simon, erstmals sortiert und redigiert hat. Vielen herzlichen Dank. Und der Bericht war erneut auch für mich selbst von großem Nutzen, um den Überblick über meinen noch immer neuen Arbeitsplatz mit all seinen Arbeitsfeldern zu vertiefen. Und deswegen bleibe ich dabei, das habe ich jetzt aus dem letzten Bericht abgeschrieben. Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist an allen Standorten gut aufgestellt und mit kompetenten, engagierten und hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Das eine Jahr hat an diesem Eindruck nichts geändert. Die meisten von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden jetzt entgegnen, ich habe doch nur meine Arbeit gemacht. Aber so wie man seinen Schulabschluss mit 3 oder mit 1 machen kann, kann man auch die Arbeit in Form der Pflichterfüllung oder darüber hinaus mit ansteckender Freude und couragiertem Engagement tun. Und Letzteres scheint mir der Standardfall im Landeskirchenamt zu sein. Und dafür danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht nur von Amts wegen, sondern ganz besonders von Herzen. Das vorab. Und nun zum Bericht selbst, aus dem ich nur Folgendes quasi als Gebrauchsanweisung für die auf der Grundlage des Synodenbeschlusses vom letzten Herbst umgesetzten Neuerungen verlesen möchte. Mark Twain würde wohl gesagt haben, einen guten Bericht zu schreiben ist gar nicht so schwer, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Mit diesem Bonmot, jetzt füge ich schon wieder was Eigenes ein hier, mit diesem Bonmot nimmt Twain übrigens die Aussage von Michelangelo zu seinem David auf, dass es einfach gewesen sei, die berühmte Statue aus dem Marmorblock zu schlagen, er habe nur das Unnötige entfernt. Und in diesem Sinne mag das Bemühen erkennbar sein, die Arbeit des Landeskirchenamtes übersichtlich und facettenreich zu beleuchten. Von Bedeutung ist dies vor allem insoweit, als nicht die Arbeit der Landeskirche insgesamt Gegenstand des schriftlichen Berichtes ist. Unsere kirchlichen Körperschaften, vor allem die Tausenden von Gemeinden und die 37 Kirchenkreise, aber auch die selbstständigen Werke und Einrichtungen zeichnen sich durch eine schiere Fülle qualitativ hochwertiger Aktivitäten und Veranstaltungen aus, über die zu berichten allein mehrere hundert Seiten notwendig wären. So vielfältig und engagiert also die Kolleginnen und Kollegen des Landeskirchenamtes für unsere kirchlichen Anliegen eingetreten sind und sich dies auch im vorliegenden Bericht abbilden lässt, so soll im Hinblick auf das kirchliche Leben in der EKM insgesamt doch schon hier dem Eindruck entgegengetreten werden, dass der Schwerpunkt kirchlicher Tätigkeit im Landeskirchenamt läge. Denn auch sonst wedelt der Schwanz nicht mit dem Hund. Von Bedeutung ist die Kürze weiterhin deshalb, als erstmals seit längerem zur Herbstsynode 2022 ausschließlich von der Tätigkeit des Landeskirchenamtes berichtet wird, nicht aber von der des Landeskirchenrates. Dies hat der Landesbischof bereits in der Frühjahrssynode getan, wie es in der Kirchenverfassung vorgesehen ist und von der Landessynode im November 2021 als notwendig angesehen wurde. Mit einem eigenständigen Bericht über das Geschehen im Landeskirchenrat kommt diesem Verfassungsorgan zukünftig die notwendige Aufmerksamkeit zu, um die Besonderheiten seiner Sicht und seines Aufgabenspektrums in seiner Eigenständigkeit im Bewusstsein der Kirchenmitglieder zu halten. Schließlich versteht sich dieser Bericht als kurze Information an die Landessynode zu den Themen und Arbeitsbereichen des Landeskirchenamtes, über die ihr nicht bereits anderweitig berichtet, beziehungsweise mit denen sie nicht schon anderweitig in Vorbereitung auf ihre Herbsttagung befasst ist. Insoweit etwa sind Nachrichten aus dem Personaldezernat nur in dem Umfang enthalten, wie sie nicht Bestandteil des Personalberichts sind und Gesetzesvorhaben nur insoweit, wie sie der Landessynode nicht in Wortlaut und Begründung zur Entscheidung in ihrer Herbsttagung vorliegen. Das war die Passage aus dem schriftlichen Bericht, die ich Ihnen gerne noch mal in Erinnerung rufen wollte. Insoweit hat der schriftliche Bericht eine etwas andere Fassung, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Insbesondere ist er nämlich nicht mehr als vollständige Chronik der Arbeit des Landeskirchenamts zu gebrauchen,
als solche ist der Bericht aber auch gar nicht gedacht, nach meiner Einschätzung von der Kirchenverfassung. Ja, Sie haben den Bericht schriftlich in der vertrauten Gliederung vorliegen und ich will mündlich nichts hervorheben oder beiseite lassen, das verzerrt die Perspektive auf das individuell unterschiedlich als bedeutsam Empfundene. Die Sie interessierenden Themen können Sie mit der Volltextsuche in der elektronischen Version herausfiltern und dabei will ich es bewenden lassen. Alles Weitere können Sie dem schriftlichen Bericht entnehmen. Zwei Akzente möchte ich aber dennoch gern setzen, da diese Themen so umfassend und übergreifend sind, dass sie in einen perspektivischen Kontext gesetzt werden müssen. Der erste betrifft die Struktur der mittleren Ebene. Der Bericht schweigt dazu weitgehend. Das mag die eine oder den anderen verwundert haben. Tatsächlich ist es so, dass das Kollegium sich nach einer ersten Phase der Perspektivgespräche der Kirchenkreise, das hatten wir in Naumburg, da haben Sie auch die entsprechende Drucksache noch in Ihrem Repertoire, dass also das Kollegium sich weitgehend auf die Unterstützung und Förderung der im Anschluss an die Perspektivgespräche begonnenen bzw. intensivierten Gespräche der Kirchenkreise untereinander zurückgezogen hat, ohne dabei im Hinblick auf bestimmte Konstellationen initiativ oder lenkend einzugreifen. Nach meiner Auffassung, jetzt folgt eine kleine Passage mit der Vorgeschichte, für den Fall, dass Sie nicht mehr ganz im Stoff stehen, können Sie sich das dann noch durchlesen, heute Abend oder wann auch immer. Ich will das ansonsten aber hier nicht vertiefen. Nach meiner Auffassung hat sich dieser Weg des Umgangs des Landeskirchenamts mit den Strukturfragen der mittleren Ebene, genauer gesagt, der Blick darauf, die Leistungsfähigkeit der mittleren Ebene durch die Schaffung neuer Strukturen im notwendigen Umfang zu erhalten, als richtig erwiesen. Insbesondere die nach meiner Einschätzung atypisch frühzeitige Einbeziehung der Kirchenkreise in die Diskussion über die Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit hat dem Prozess gut getan. Denn auf diese Weise war die Suche nach einem gemeinsamen Weg aller Ebenen das zentrale Thema und dies wird der Sache auch gerecht. Denn ich will noch einmal daran erinnern, dass die Notwendigkeit, dass wir uns mit dem Thema der Strukturen der mittleren Ebene befassen müssen, in äußeren Faktoren liegt, nämlich in dem demografisch und leider auch durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse verursachten Rückgang der Mitgliedszahlen der EKM. Diesen Trend können wir nur in geringem Maße beeinflussen, leider aber nicht umkehren. Mittelbare Folge des Mitgliederzahlenrückgangs ist der Rückgang hauptamtlicher kirchlicher Mitarbeitender, nicht zuletzt im Verkündigungsdienst, damit die Ausdünnung kirchlicher Präsenz und der Verlust leistungsfähiger Organisationsstrukturen. Hiervon sind alle kirchlichen Rechtsträger in ihren jeweiligen Bereichen betroffen. In Teilen wird dieser zahlenmäßige Rückgang hauptamtlicher Mitarbeitender durch Ehrenamtliche kompensiert, die in einem von ihnen selbst gewählten inhaltlichen oder räumlichen kirchlichen Umfeld mitmachen wollen, aber manchmal nur vor der Wahl stehen, das kirchliche Leben vor Ort absterben zu sehen oder selbst zu gestalten. Unsere Kirche lebt überhaupt vom Ehrenamt, von der Motivation kirchlich engagierter Menschen, die nicht durch Weisungen entsteht, sondern durch Transparenz beim Zustandekommen von Entscheidungen, durch das Zutrauen in die Kompetenz der Ehrenamtlichen, durch das Vertrauen in ihre Redlichkeit und durch die Wertschätzung ihres Engagements. Und diese Menschen in unserer Kirche müssen wir beteiligen, wenn wir über neue Strukturen nachdenken, die die Bedingungen und Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitwirkung betreffen und verändern, so wie das bei Strukturveränderungen auf der mittleren Ebene regelmäßig der Fall ist. Insoweit ist immer auch zu bedenken, wie sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit in den neuen Strukturen das kirchliche Leben mitgestalten und mitbestimmen kann. Das Ehrenamt muss so gestaltet werden können, dass auch Berufstätige, partnerschaftlich oder familiär Gebundene und, das ist in Sachen Klimaschutz immer wichtiger, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesene Ehrenamtliche nicht von vornherein ausgeschlossen sind. Entsprechend sah der Landeskirchenrat einen besonderen Schwerpunkt im Erhalt der Mitwirkung ehrenamtlich Tätiger. Aber auch bei den hauptamtlich Mitarbeitenden ist Rücksicht auf ihre persönliche Situation zu nehmen. Unsicherheiten sind zu vermeiden, großzügige Übergangslösungen in den Blick zu nehmen. Weitere Aspekte sind ebenfalls in die Überlegungen einzubeziehen, nämlich die Auswirkungen auf die Gemeindestrukturen, der Umgang mit Einrichtungen und Werken, die Verbindung zur Diakonie, mögliche veränderte Schwerpunkte in der Kirchenmusik, um hier nur einige zu nennen. Und natürlich wird auch das Landeskirchenamt seine Hausaufgaben machen und bei der Umsetzung von Strukturveränderungen darauf achten müssen, dass die Leistungsfähigkeit der Kirchenkreise sich in vergleichbarer Form entwickelt und die entstehenden Strukturen keine allzu großen Unwuchten entstehen lassen. Darüber hinaus sind wir hinsichtlich aller guten Ideen offen, hoffentlich auch.
Hier geht nicht nur Gründlichkeit vor Schnelligkeit, sondern insbesondere auch die verantwortliche Beteiligung der Kirchenkreise an ihrer eigenen Weiterentwicklung unter Berücksichtigung aller angesprochenen Interessen und Notwendigkeiten. Ein möglichst intensives Zusammenwirken der Landeskirche und der mittleren Ebene bei der weiteren Gestaltung der neuen Struktur wirkt auf diese Weise befriedend. Ich freue mich, dass es bis jetzt gelungen ist, nicht nur das sachliche Gespräch zwischen der Landeskirche und der mittleren Ebene zu fördern, sondern auch die Kirchenkreise untereinander ins Gespräch zu bringen. In Offenheit, in einem transparenten Prozess und in gegenseitigem Vertrauen, das wünsche ich uns. Und das scheint mir auch im kirchlichen Kontext nicht immer der Fall gewesen zu sein, ohne jetzt auf die EKM hier in irgendeiner Weise rekurrieren zu wollen. Nicht selten entwickelt nämlich die Leitungsebene einen Strukturplan. Es erfolgt eine nur formale Beteiligung der gestalteten Ebene, die sich nach Kräften wehrt, dann aber zügig überstimmt wird und sich fügen muss, sodass eine schlechte Stimmung herrscht, Ehrenamtliche die Lust verlieren und sich zurückziehen, geprägt von der Erkenntnis, dass die da oben ja doch machen, was sie wollen. Und das kirchliche Leben wird von der Beschäftigung mit Strukturen lahmgelegt, kommt inhaltlich zum Stillstand und erholt sich nur langsam. Das mag überzeichnet sein, hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls bin ich dankbar, dass sich keine Anzeichen dafür finden, dass sich der vorliegende Strukturprozess in diese Richtung entwickeln könnte. Vertrauen und Geduld führen dabei gleichermaßen in die richtige Richtung. Das zum einen Thema. Das andere Thema betrifft die fortschreitende Digitalisierung. Ich hatte erst in der Frühjahrssynode dazu berichtet, auch dazu haben Sie die Drucksache sicherlich noch im Keller. Seitdem hat sich einiges getan, wovon Sie einiges im schriftlichen Bericht zu Ziffer 8.3 der letzten Tagung finden, in der Drucksache 8.1, ja genau. In Ergänzung dazu darf ich mitteilen, dass bei der Besetzung der Projektstelle EKM im digitalen Fokus im Referat A2 Steuerungs- und Prozessunterstützung durch Herrn Dr. Smolarski die mit der Aufgabenbeschreibung benannten Arbeitsfelder engagiert und sensibel angegangen werden. Aufgrund seiner besonderen Qualifikation als abgeschlossener Informatiker und zugleich als promovierter Historiker bin ich insbesondere dankbar, dass er sowohl die technischen Notwendigkeiten und Zusammenhänge als auch die Sicht technisch weniger versierter nachvollziehen und kommunikativ verknüpfen kann. Und auf diese Weise ist es bereits gelungen, viele vorhandene Akteurinnen und Akteure auf dem Gebiet der Digitalisierung innerhalb der Landeskirche anzusprechen und die Kommunikation sowohl zur landeskirchlichen Ebene als auch untereinander zu verbessern. Derzeit geht es darum, den auch unter Einbeziehung der von der Landessynode als Verbindungspersonen zum Landeskirchenamt beauftragten Synodalen Papenburg und Kuschmirz entstandenen Referentenentwurf für ein Kirchengesetz über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik zu vollenden und in das Gesetzgebungsverfahren überzuleiten. Hier soll nicht zuletzt die Mitwirkung der mittleren und der Gemeindeebene sowie anderer mit der Frage der Digitalisierung und der IT-Infrastruktur befasster Stellen in der Landeskirche verlässlich ausgestaltet werden. Zu Ziffer 8.3.1 des schriftlichen Berichts möchte ich zum Thema Mailadressen gern noch ergänzen, dass die im letzten Absatz angekündigte Arbeitsgruppe sich gemäß Kollegiumsbeschluss konstituiert und Beratungen über die Ausstattung neben- und ehrenamtlich Tätiger mit EKMD-Adressen aufgenommen hat. Dies ist dringlich, wie die immer wieder gestellten Bedarfsanfragen aus Kirchenkreisen und Gemeinden zeigen, bedarf aber auch der sorgfältigen Erarbeitung von Kriterien zur Vergabe dieser Adressen und von Verfahrensabläufen zur Bearbeitung. Auch hier sind Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenkreise und anderer befasster Arbeitsbereiche einbezogen. Ich habe diese beiden Themenfelder, die Struktur der mittleren Ebene und die Digitalisierung, nicht nur deshalb in meiner mündlichen Einbringung extra angesprochen, weil es sich um Schwerpunkte synodalen Interesses, das ist wohl zweifellos der Fall, handelt, die im schriftlichen Bericht zu kurz kommen bzw. noch nicht in allen aktuellen Entwicklungen dargestellt werden konnten. Ich möchte beide Bereiche vielmehr auch als Beispiele dafür benennen, wie die im kirchlichen Kontext, der doch durch das Wort in achtsamer Rede und durch das nachhaltige Hören geprägt ist, eigentlich ein gelingendes Miteinander in der Verständigung nach sich ziehen sollte, immer wieder wahrzunehmenden Störungen der Kommunikation vermieden oder abgebaut werden können. Nach meiner Wahrnehmung sind dabei bestimmte Voraussetzungen hilfreich. Ein Kommunikationsprozess muss ergebnisoffen begonnen werden, bestimmt von dem Bewusstsein, dass ein erkanntes Problem, und dabei ist Not regelmäßig der wirksamste Auslöser der Erkenntnis, dass eine Veränderung notwendig ist, nicht objektiv richtig, sondern nur aus verschiedenen Perspektiven beschrieben werden kann, von denen lediglich eine die des Kollegiums ist
und zu der weitere besonders aus den Kirchenkreisen oder bestimmten Arbeitsbereichen hinzukommen. Und auch wenn wir unsere Ideen haben im Landeskirchenamt, dürfen wir daraus nicht die paternalistische Haltung entwickeln, dass wir schon wüssten, was auch die Perspektiven der anderen Beteiligten erschöpfend berücksichtigen könnte. Das Anhören aller Beteiligten ist weit mehr als ein formaler Akt im Sinne eines geordneten Verfahrens. Anhören ist vielmehr ihre bewusste Wahrnehmung, das Zulassen, dass sie mit ihrer Sicht unsere eigenen Positionen in Frage stellen dürfen und können und die inhaltliche Kontrolle der eigenen Einsichten im Lichte der anderen Positionen. Und ein Kommunikationsprozess muss umfassend angelegt sein und darf niemanden, der oder die von den Ergebnissen betroffen sein könnte, ausschließen. Er muss für alle Beteiligten transparent stattfinden. Und auch Transparenz und die Beteiligung als solche sind keine formalen Akte, sondern darauf angelegt, dass Umfang und Ziele des Prozesses nicht im Unklaren bleiben und die Situation aller Beteiligten bei der Gestaltung des Prozesses angemessen berücksichtigt wird. Das betrifft eine mit den beruflichen und privaten Verpflichtungen, insbesondere ehrenamtlich mitwirkender, unvereinbare Sitzungsdichte, den Versand vorbereitender Unterlagen von mehreren hundert Seiten einen Tag vor einer Zusammenkunft, Äußerungsfristen in Urlaubszeiten oder ähnliche, zumeist anderen Umständen geschuldete Praktiken, die aber oft genug als Tricks empfunden werden. Ich will die Liste der Binsenweisheiten für gelingende Kommunikation jetzt nicht weiter fortsetzen, aber ich möchte doch bemerken, dass es sich in beiden Themenbereichen gelohnt hat, diese Binsenweisheiten auch tatsächlich zu beherzigen und sich nicht durch die Stichworte Dringlichkeit und Wichtigkeit oder entsprechende Synonyme davon abbringen zu lassen. Mit diesen Stichworten werden regelmäßig die Regel zur Ausnahme und die Ausnahme zur Regel. Und in der medialen Landschaft ist zu beobachten, dass heutzutage fast kein Anliegen mehr als Normalfall behandelt wird, sondern fast jedes als so eilig und bedeutsam bezeichnet wird, dass geordnete Entscheidungsverfahren und wohlüberlegte Handlungsgrenzen schon fast grundsätzlich außer Acht gelassen werden, sodass am Ende kein Vertrauen in die Entscheidungsprozesse mehr vorhanden ist. Und das sollten wir vermeiden. Und mit dem Verlust von echter Beteiligung, Transparenz und Ergebnisoffenheit werden nicht zuletzt wertvolle Ressourcen vergeudet, die dann nicht mehr positiv in die Gestaltung des Prozesses und auch des Ergebnisses einfließen, sondern sich negativ in Ausweich- und Widerstandshandlungen gegenüber einem inhaltlich nicht mitgetragenen Ergebnis niederschlagen. Nach meiner Erfahrung dauern ein ausführlicher Beteiligungsprozess mit einer ausgewogenen, aber späten Entscheidung und eine schnelle Entscheidung unter Verzicht auf eine wirksame Beteiligung mit anschließender Widerständigkeit in etwa gleich lang, bis die Entscheidung so greift wie gewünscht. Allerdings ist die dadurch erzeugte Stimmung unterschiedlich. Und im kirchlichen Kontext bevorzuge ich die gute Stimmung. Schon wegen des sparsamen Umgangs mit unseren Ressourcen. Denn im Landeskirchenamt, wie in der ganzen EKM, müssen wir mit den bestehenden Ressourcen gut und schonend wirtschaften und bei ungünstiger werdenden Rahmenbedingungen in Politik und Gesellschaft auskommen. Dabei ist durchaus zu beobachten, dass das Aufgabenspektrum sich nicht verringert, sondern eher verbreitert. Das ist nicht anders als in den Kreiskirchenämtern, den Kirchenkreisen, Gemeinden und Gemeindeverbänden, als in den Einrichtungen und Werken. Überall besteht die Notwendigkeit, die knappen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen und die kirchliche Arbeit so weit wie möglich zusammenzubringen. Und dabei sitzen alle in einem Boot. Landeskirche, Kirchenkreise und alle anderen können nur gemeinsam erfolgreich sein und sind insoweit aufeinander angewiesen. Das kirchliche Leben in Mitteldeutschland ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Anstrengung. Als ich mir darüber Gedanken machte, wie ich den Bericht des Landeskirchenamtes einbringen könnte, schaute ich auch auf die Tageslosung, sah, dass sie aus dem Buch Hiob ist und dachte, das kann ja heiter werden. Aber meine Skepsis wurde bald geringer, denn in Vers 28, Kapitel 28 bei Hiob heißt es: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Zunächst zur Einsicht. Wie meidet man das Böse? Reicht es aus, nicht zu fluchen und dem Teufel die Solidarität zu verweigern? Haben wir es überhaupt mit dem Teufel zu tun, der sich mit Tintenfässern bewerfen, aber nicht treffen lässt? Und wenn ja, wie steht er zu Gott? Es hat mir nie eingeleuchtet, dass er einerseits Gottes Widersacher sein soll, andererseits aber für Gott als postmortale Strafvollstreckung an denen übernimmt, die er auf seine Seite ziehen konnte. Für einen Widersacher wäre es doch eher logisch, seine Gefolgschaft in irgendeiner Form zu belohnen. Warum sollte er sich stattdessen von Gott in den Dienst nehmen lassen? Kann er nicht anders handeln, weil Gott doch allmächtig ist?
Aber lässt die Allmacht Gottes überhaupt den Gedanken an einen Widersacher, einen altbösen Feind als Gegenkraft zu? Oder mit einem anderen Bild unter Bezugnahme auf den Lehrtext zur Tageslosung. Kämpfen Licht und Dunkelheit um die Welt? Reicht es, sich auf die Seite des Lichts zu stellen? Aus der Physik wissen wir, dass Dunkelheit keine eigenständige physikalische Größe ist, sondern nur dort herrscht, wo das Licht mit seinen Wellen nicht vordringt. Anders gesagt, Dunkelheit definiert sich ausschließlich durch die Abwesenheit von Licht. Und das ist schlecht für den Teufel. Denn wäre der Teufel nur dadurch gekennzeichnet, dass Gott nicht da ist. Doch Gott hat zugesagt, dass er bei uns alle Tage bis an der Weltende ist. Für den Teufel bleibt damit kein Raum. Und dennoch lässt sich nicht leugnen, dass es das Böse gibt in unserer Welt. Mag das die Folge davon sein, dass Gott sich entschieden hat, den Menschen die Freiheit zu geben, uns die Freiheit zu geben, uns zu ihm zu bekennen oder uns gleichgültig zu verhalten oder gar von ihm abzuwenden? Dann würden wir selbst frei in unserer Entscheidung sein, uns dem Licht zuzuwenden oder im Dunkeln zu bleiben. Und dann wäre das Böse, was wir meiden wollen, aber nur durch unsere Entscheidung gegen das Gute zu erklären. Der Teufel wäre ein Popanz, eine Ausrede für unsere eigene Entscheidung dagegen, uns Gott zuzuwenden. Der Teufel wäre ein Strohmann, auf den wir die Verantwortung für unser eigenes Tun und Lassen delegierten, indem wir von Gott eingeräumte Freiheit leugneten. Und dann ist es kein Wunder, wenn das Tintenfass nicht trifft. Wir können uns also, so denke ich jedenfalls, darauf beschränken, das Böse zu meiden, indem wir uns Gott und seinem Gebot zuwenden. Das ist das Wesentliche. Um das Böse brauchen wir uns dann gar nicht mehr zu kümmern. Wo wir uns auf Gottes Seite stellen, brauchen wir das Böse nicht zu fürchten. Wir konzentrieren uns auf die frohe Botschaft und vertreiben das Böse wie das Licht der Welt die Dunkelheit. Das Böse wird unwesentlich, wir können es weglassen. So wie Michelangelo nur das unnötige Gestein vom David entfernte und Mark Twain nur die falschen Wörter wegließ, um einen guten Bericht zu schreiben. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eine persönliche Bemerkung machen. Ich könnte auch hinzufügen, dass es ganz einfach ist, Präsident des Landeskirchenamts zu sein. Man muss nur die falschen Entscheidungen bleiben lassen. Das wiederum ist weniger einfach. Nach einem Jahr als Präsident des Landeskirchenamts kann ich immerhin feststellen, dass Probleme nicht länger von mir ferngehalten werden. Ich werte das als Indiz, dass ich im Amt angekommen bin. Zurück zur Tageslosung. Siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Das mit der Einsicht hätte ich jetzt für mich soweit geklärt. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen fällt immerhin auch in die juristische Kernkompetenz. Die Furcht des Herrn scheint mir hingegen eher einer theologischen Deutung zu bedürfen. Wegen der Weisheit verweise ich daher auf den Bischofsbericht. Herzlichen Dank.